Ja, hallo, heute zeigen wir euch mal wieder drei Spiele für zwischendurch. Das ist bereits die zweite Ausgabe. Wir haben schon mal eine Ausgabe gemacht. Link zur ersten Ausgabe findet ihr in der Videobeschreibung. So, wir fangen an mit Wer wird Millionär 2011. Dann haben wir jetzt hier eine Game Center-Anbindung, wie man es schön sehen kann. Dann haben wir hier in den Einstellungen, das muss ich euch kurz zeigen. Und zwar kann man einstellen, ob es einen Timer hat. Das heißt, ihr habt 30 Sekunden Zeit, um die Frage zu lösen. Und man kann einstellen, ob am Anfang eine Sortieraufgabe gestellt wird. Das heißt, das ist dann wie im Fernseher, dass ihr euch erst sozusagen qualifizieren müsst. Aber die Standardeinstellung ist das aus. Aber wir können es halt auch anmachen. So, dann drücken wir jetzt auf Spielen, dann geht schon los. Ihr seht, jetzt haben wir keine 30 Sekunden. Woraus wird Butter hergestellt? Aus Milch? Ja. So, hier oben habt ihr die drei Joker, und zwar den 50-50, den Telefonjoker und den Publikumsjoker. Wie viele Stiefschwestern hat der Aschenputtel? Zwei. Ja, wir spielen jetzt einfach mal so weit wir kommen. Hier nehme ich jetzt einfach mal den Publikumsjoker, damit wir das mal sehen. Ihr seht, 80% haben für C gestimmt. Ich hatte recht. So, jetzt haben wir schon 500 Euro, kommen jetzt zur sechsten Frage. Dann können wir jetzt hier den Telefonjoker nehmen. Dann können wir jetzt hier, hat man halt vier oder fünf verschiedene Personen, die man einfach anrufen kann. Ich nehme jetzt mal den. Der sagt jetzt B 80%. Allerdings müsst ihr da aufpassen, weil aus Erfahrung ist, dass die oft Unrecht haben, auch wenn die eine hohe Prozentzahl sagen. Deswegen, trotzdem nehme ich das jetzt mal. Und das ist auch wichtig. Dann können wir jetzt hier noch, also ab jetzt bekommt ihr dann noch den Wechselschau, das heißt ja. Wenn ihr den Joker benutzt, dann wechselt es die Frage. Und dann habt ihr jetzt halt noch den 50-50 Joker. Ich habe da gesagt 18:15. Ja, also wie ihr seht, ihr habt das Spiel gesehen. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Und zwar Cover Orange. Darum geht es, dass ihr, wie ihr den Namen auch schon sagt, die Orange beschützt, beziehungsweise die Orangen. Ihr seht, ihr habt viele verschiedene Kapitel hier. Die sind alle noch nicht freigespielt. Also ihr seht, es sind ziemlich viele und es werden auch immer mal wieder über Updates welche nachgereicht. Aber hier und in einem gibt es 20 Level. Hier ist mal ins erste, um euch das Spielprinzip zu zeigen. Also es nach hier oben habt ihr verschiedene Bausachen und hier ist die Orange und die müsst ihr beschützen, weil nachher kommt so eine Regenwolke und die regnet dann giftige Sachen und wenn die halt auf die Orange drauf geht, dann geht die kaputt. So, jetzt kommt die Wolke auch und ihr seht, die Tropfen erreichen nicht die Orange und deshalb haben wir die jetzt gerettet. So, dann kommen wir jetzt auch gleich schon zum nächsten.
Hier oben seht ihr die Bausteine, die als nächstes kommen. Hier unten habt ihr noch verschiedene Angaben. Highscore, welches Level. Und den Score. So, natürlich haben wir das jetzt auch wieder geschafft. Ja, das ist schon ein bisschen komplizierter. Wie ihr seht, hat es viele verschiedene Elemente. Zum Beispiel jetzt das nachher gibt es dann auch noch Bomben, die ihr zum Explodieren bringen müsst. Ja, ihr seht einen neuen Rekord. Jetzt, ihr habt jetzt eine Bombe. Das heißt, jetzt müssen wir diese Kugel in Bewegung versetzen. Damit die anstoßen, dann fällt die jetzt auf die Bomben, die explodieren und dann schießt die Rakete die Orange hier rein und somit müsste sie beschützt sein. Und genau so ist es auch. Dann kommen wir jetzt noch zum letzten und zwar Monster Dash. Das ist von den Machern von Fruit Ninja und mir fällt der Name gerade nicht ein. Genau, Jetpack Joyride. Also auch ganz einfaches Spielprinzip, hier hüpft man, hier schießt man. Hier da oben hat man die die Herzensanzeige. Ja, wenn man gegen so ein Monster läuft, dann kriegt man ein Herz abgezogen. Entweder springt ihr halt über den Monster, das Monster drüber oder der schießt es einfach. Wenn ihr in die Schlucht fahrt, dann habt ihr gleich verloren. Wenn ihr gegen solche Stacheln lauft, dann verliert ihr ein Leben. Jetzt haben wir hier ein Equipment eingesammelt, da können wir einfach alles überfahren. Aber springen müssen wir natürlich trotzdem noch. Da oben wäre jetzt ein Herz gewesen zum Einsammeln. Immer nach 1000 Metern werdet ihr jetzt sehen, kommen wir in eine neue Landschaft. So, jetzt habe ich bloß noch zwei Herzen. Ja, und wir haben jetzt gesehen, 1234 Meter, also eine sehr tolle Leistung. Ja, also das sind ganz tolle Spiele für zwischendurch, weil die sind halt nicht aufwendig, deswegen kann man die schön zwischendurch spielen, wenn man mal auf irgendwas warten muss oder so. Ja, also dann bis zum nächsten Video.